alte, alte Teleroute. Ja, warum nicht? Teleroute ist doch nicht schlecht. Weißt du, wir haben noch nicht mal das Anfangsgelaber gemacht und schon machst du mich fertig hier. Und du bist schon direkt am Motzen. Ist alles wie immer. Ja, du bist direkt am Motzen. Ja, also Teleroute hier heute. Ewald, jetzt stell du dich mal hin und mach deine Route mal parat. Und dann machen wir mal unser Anfangsgequatsche hier. Ja. Denn der Film soll ja auch mal losgehen irgendwann. Moin, liebe Freunde der gepflegten Angelkunst und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Gregor und ich haben uns heute am See verabredet. Was heute genau ansteht, das erläutert dann Gregor. Genau, das war meine Hausaufgabe, dass ich mir Gedanken mache, was wir heute so vorhaben. Das habe ich natürlich gemacht. Ewald hat es jetzt gerade eben im Statement noch nicht gesagt. Wir angeln heute auf Aal in die Nacht rein. Genau, habe ich vergessen. Und ja, am See bietet sich natürlich an, dass man mit der Pose angelt. Hier mit, es gibt ja diese klassischen Knicklichtposen. Ja, das kann man natürlich machen, funktioniert, aber wir wollen heute so ein bisschen den technologischen Fortschritt einläuten sozusagen, denn es gibt richtig coole, moderne Posen, die ökologisch ein bisschen besser sind und auch technisch ja halt einfach deutlich besser sind. Die haben wir für euch dabei, um sie euch zu zeigen. Und Ewald hat gesagt, er hat auch was Geheimes dabei, da bin ich natürlich besonders gespannt. Eigentlich war das immer so mein allerletzter Joker, wenn gar nichts mehr ging oder irgendwie, wenn ich meine Angelei ein bisschen aufpeppen wollte. Und das war so wirklich so mein kleines, einziges Geheimnis auf dieser Welt hier, das ich immer mit mir rumgetragen habe. Für Aal oder für allgemein? Ja, für allgemein, aber wir probieren es mal mit Aal heute erstmal. Es ist natürlich jetzt mal an der Zeit, nicht nur Geheimnisse für sich zu behalten, sondern auch sein Geheimnis mal mitzuteilen, anderen Leuten zu helfen bei den Fangerfolgen und sowas. Aber was es genau sein wird, das erfahrt ihr im nächsten Verlauf des Filmes. Und wir legen jetzt los. Genau. Viel Spaß beim Video. Jetzt würde eigentlich unser Montagepart kommen, aber ich habe es ja schon gesagt, wir fischen heute ganz besondere Posen, the future of Leuchtposen, würde ich mal so sagen. Und deshalb kann ich euch jetzt erst die Montage nicht zeigen, sondern muss erstmal auf die Posen eingehen. Wir haben sie auch bei uns im Online-Shop von Absolut Angeln zu einem super Kurs im Set momentan. Ich zeige euch jetzt mal, worum es geht. Hier, das sind so diese normalen, klassischen Knicklichtposen, die ihr kennt. Hier, da kommt oben ein Knicklicht rein. Das funktioniert, aber man muss jedes Mal bei jedem Nachtangeln ein neues Klicklicht verwenden, dann das alte wegschmeißen. Das ist natürlich jetzt umwelttechnisch und auch praktisch irgendwie nicht so toll. Und dafür gibt es jetzt etwas Neues. Das haben wir, wie gesagt, ich habe es gesagt, bei uns auch im Shop drin. Und das sind die sogenannten LED-Posen. Die werden beleuchtet mittels einer Batterie. Und wir haben zwei besondere für euch dabei. Das ist einmal eine normale Big LED-Pose. Jetzt zeigen die euch nachher noch im Dunkeln, damit ihr mal seht, wie die funktioniert. Und eine Farbwechselpose. Das heißt also, wenn da ein Biss erfolgt, dann wechselt die Pose die Farbe von der Antenne und dann seid ihr besser informiert, wenn sich da was tut. Die Big LED-Pose hat eine Tragkraft von 5 Gramm und hier diese LED-Farbwechselpose 7 Gramm. Damit ihr die vernünftig einsetzen könnt, gibt es natürlich auch die passenden Batterien dazu. Die zwei hier, die sind im Set dabei. Und dann seid ihr gut aufgestellt fürs Angeln mit zwei Routen und modernen Posen. Und ich würde sagen, jetzt im nächsten Step montieren wir mal die Posen, der Ewald und ich. Und dann zeigen wir sie euch mal im Einsatz. Wir haben die Posen jetzt hier montiert. Ich habe diese LED-Farbwechselpose drauf, der Ewald die Big-LED-Pose. Das Ganze ist montiert hier als ganz normale Laufpose. Hier oben habe ich einen Stopper drauf. Das heißt, die Pose kann dann durchrutschen bis zur Wasseroberfläche. Hier drei schwere Bleischrote drauf. Und das Vorfach liegt praktisch auf dem Boden auf. Hier so komplette Vorfachlänge. Hier habe ich einen Vierer Wurmhaken drauf, im schönen langen Schenkel. Da kommen jetzt gleich die Würmer drauf. Also eine ganz simple Montage zum Aalangeln eigentlich. Das Besondere sind halt eben die Posen. Ich habe jetzt hier noch keine Batterie reingetan, also die Pose leuchtet noch nicht. Das muss auch noch nicht, weil es ist auch noch hell genug. Das machen wir jetzt erstmal ohne. Aber wenn es dann dunkel wird, dann packen wir die Batterien rein. Und dann werdet ihr auch mal sehen, wie schön die Dinger leuchten und auch diesem Farbwechselspiel. Das werden wir euch auch mal demonstrieren. Jetzt machen wir aber erstmal die Köder drauf und gucken, dass wir die Routen ins, oder die Montagen ins Wasser kriegen. Vielleicht beißt ja schon der Dämmerungsaal. Ähnlich geht's ans Beködern. Gregor ist mal so ein Quatscher, der quatscht immer so lange. Ja, ich muss doch erklären. Ja, manchmal ist zu viel gesagt. Ja, zu viel gesagt. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
Jedenfalls, ich setze heute auf den Klassiker, den Tauwurm. Ich habe ja auch so einen schönen Wurmhaken. So wie ich. Ja, genau. Beziehungsweise wie so ein, also ein Aalhaken. Manchmal zeichnen sie sich auch dadurch aus. Gregor will heute auch was ganz Besonderes probieren. Vielleicht kann der eine oder andere sich was denken, also das denken, was das hier ist. Gregor hat vom letzten Forellenangeln hier Bienenmaden gemacht. Genau, ich habe mal gelesen im Angelmagazin, dass auch Bienenmaden richtig gute Aalköder sein sollen. Willst du dann so ein Bienen-L machen? Nee, ich muss ja nicht reindrallern lassen. Ich werde wahrscheinlich so zwei einfach auf den Haken ziehen, vielleicht eine so ein bisschen mehr aufziehen und dann mal gucken. Vielleicht Tremarella vor allem. Nee, heute nicht. Heute wird stationär schön geangelt. Na gut. Also Experiment heute, Ewald, du hast ja den Standardköder, genau, ne? Schöne Würmer hier. Standardköder Nummer 1. Ist halt die Frage, jetzt, aber der nächste Schritt wäre ja, mache ich die Geheimwaffe schon, also setze ich die da schon ein oder warte ich noch, bis es dunkel ist? Das weiß ich nicht. Du musst über deine Geheimwaffe entscheiden. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht funktioniert es ja ohne. Ich will das ja nicht zu sehr ausreizen. Du musst entscheiden. Ich ziehe erstmal auf und dann mache ich mir einen Kopf darüber und dann sage ich das gleich. Vielleicht nach deiner Anköderung. Ewald hat den Tauwurm dran. Ich mache hier zwei Bienenmaden drauf. Das sind jetzt gar nicht so die ganz großen, sondern eher so die normale Standardgröße. Ich muss mal kurz die Dose hier wegstellen. Zwei Stück mache ich dran. Eine Bienenmade ist etwas größer. Ich würde sagen, die größere, die ziehe ich mir jetzt einfach mal so auf den Hakenschenkel komplett. So ziehe ich einmal so komplett durch. Schon so ein bisschen wie beim Tremarella-Angeln. Ja, Bienenmaden, ey. Ja, ziehe ich jetzt hier oben drauf. Und dann die andere mache ich, ist ja wirklich wie so ein L praktisch, ne? Ja, siehst du mal. Kannst du schon. Hast du doch wieder recht gehabt. Ja. So, die jetzt hier zweimal umschlagen. So. Ja, ist wirklich Bienenmaden-L. Kannst ja eine Laufprobe machen. Ja, nee, das muss ja heute nicht sein. Also ich habe jetzt beködert. Ewald, hast du dir denn jetzt überlegt, ob du uns an deinem Geheimnis teilhaben lassen willst? Ich weiß noch nicht, eigentlich. Komm, also eigentlich bin ich ja jetzt fast neugieriger, oder alle sind wahrscheinlich fast neugieriger auf dein Geheimnis als aufs Angeln hier. Ja gut, bevor wir jetzt weiter drauf rumtrampeln und sowas, nimm mal die Kamera, ich zeig dir. Jawohl, komm, gib her. Ewald, jetzt lass doch die Katze aus dem Sack. Ich muss sie eher aus der Tasche lassen, so groß ist die Katze nicht. Leute, bevor ich das Ganze zu sehr ausreize, ich zeig's einfach, ich habe Doping mitgebracht. Ah, ja, Doping also für die Fische. Leute, ich muss euch sagen, das ist das, wovon der Ewald seit 20 Jahren erzählt, ungefähr, seit ich ihn kenne, damit, das Geheimnis von Opa. Genau, das ist das Geheimnis von Opa. Damit habe ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend gefischt und das hat immer den Fisch gebracht. Also ich kann mich, glaube ich, an keine Nacht oder an keinen Tag erinnern, wo das nicht den Fisch gebracht hat. Den Aal oder auch anderes? Ja, auch hauptsächlich Aal. Zwischendurch habe ich mal einen Wels gehabt, auch mal hier eine Barbe oder einen Döbel, aber hauptsächlich ging da die Aale drauf. Das werde ich heute auch machen. Ich werde es gleich einfach drauf machen, dann werde ich es nicht nochmal irgendwie auspacken müssen, weil das Zeug ist nicht gerade ohne vom Geruch. Na dann mal los. So, pass mal auf. Spring mir das aber nicht ins Gesicht. Nee, dafür stehst du zu weit weg. So. Einmal Boah, ja, reicht. Aber siehst ja richtig. Puh. Einmal reicht. Und ich rieche es schon. Ja. So. Ja, Diese Kombination aus Wurm und diesem Geheimaroma. Hier darf ich denn damit auch angeln heute? Nein, heute nicht. War mir schon klar, dass du das fragst. Ja klar, was denkst du denn? Das blockt sogar die Nutrias hier. Naja, das ist schon da durchgeschwommen. So. Jedenfalls, das Ganze geht jetzt gleich auf Gewässergrund. Liebe Leute, ich wollte ja eigentlich dieses Geheimnis oder dieses Doping hier eigentlich für mich aufbewahren. Aber ich denke mal, so nach 20 Jahren ist es mal an der Zeit, der Welt das hier mal weiterzugeben. Ich würde sagen, zur Feier des Tages, jeder, der sich das Posenset bestellt, packe ich das Ding hier noch mit dabei. Also unser LED-Posenset. Genau. Genau, der kriegt von dir persönlich so ein Fläschchen dabei gepackt. Da werde ich ordentlich was zu tun haben. Also ich hoffe schon fast, dass wir das nicht den Shop nicht stürmen, weil sonst muss ich hier... Muss so viele Flaschen besorgen. Ja, muss ich hier 20 Liter besorgen oder wie auch ja. immer. Das wird ja, also Leute, ihr dürft damit angeln. Ich heute noch nicht. Noch nicht, beim nächsten Mal vielleicht. Na, dann hau mal raus. Jawohl. Wohin denn mit der Route, Ewald? Oder mit der Montage? Ich muss jetzt mal mein Doping da wegpacken. Das nehme ich mir gleich. Nein, da renne ich gleich sofort hin. Selbe Stelle, selbe Valley wie letztens. Hier mein A-Loch hier oder mein Baumloch. Hier ja, da vorne. Hier habe ich auch mal vor ein paar Jahren, oder der Kollege hat mal vor ein paar Jahren eine richtig dicke Schlange gefangen. So, ausgebleit habe ich auch schon und ausgelotet. Gucken wir mal. So, weiß nicht, ob ich jetzt zu weit geschmissen habe. Ja, war, glaube ich, ein bisschen zu weit. Zur Erklärung, bei dir ist auch noch keine Batterie drin, ne? Genau. Brauchen wir noch nicht. Die tue ich gleich rein. Die kann man auch übrigens, also die Batterie könnt ihr übrigens drinnen lassen.
müsst ihr ein paar Millimeter drehen, damit die Pose dann ausgeht. Also ihr müsst nicht die Batterie rausholen, damit die Pose dann aus ist. Ja, zeigen wir aber alles noch später. Genau. So, ich mache noch ein bisschen jetzt hier Feinabstimmung. Und dann kann ich endlich auswerfen. Kannst du auswerfen. So, passt. Jetzt bin ich dran mit Auswerfen. Ich werde auch wieder. Was? Nix. Ich werde auch wieder an die Stelle werfen oder legen, wo wir schon mal gut Aal gefangen haben. Hier vorne direkt an der Schilfkante. Da ziehen die Fische aus Erfahrung lang. Also aus meiner Erfahrung, nicht aus der Erfahrung der Fische. Mit meinen Bienenmaden. Es ist ja schon so ein bisschen Ewald den Standardköder heute noch getuned mit diesem Zeug, was er mir nicht geben will. Und ich muss so angeln. Ja, ja, Ewald fischt ja so eher mit der dass er so richtig auf und die Pose ein bisschen schief ist. Ja, wie beim Störangeln. Ja, ja. Bei mir steht sie jetzt noch aufrecht hier. Aber das macht ja nichts. Aale kommen auch hoch, übrigens. Ja, aber wir fischen ja schon am Grund. Ja, aber die kommen hoch. Ja, ja. Ich hoffe, dass sie heute auch rauskommen und nicht nur hoch. Und ich würde sagen, jetzt beginnt so langsam der gemütliche Teil. Na, Gott sei Dank. Das ist das Schöne beim Ansitzangeln auf Aal. Eigentlich braucht man gar nicht so viel Zeug. Hier ganz klassisch, so wie früher, zwei Rutenhalter. Hat so ein bisschen was Ursprüngliches, da packe ich die Rute jetzt drauf. Dein Rutenständer sieht aber auch aus, als hättest du ihn von Opa abgezogen. Ja, 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 ja. Habe ich ja unsere beiden mitgebracht. Hier, die sind beide. Ob die von Opa sind, weiß ich nicht, aber die sind auf jeden Fall richtig oldschool. Und aber ist ja auch schön, dass das nochmal funktioniert. Oldschool mit den Rutenständern, aber ganz modern mit unseren Posen hier heute. Mach. Jetzt sitzen wir ganz gemütlich. Ich habe es übrigens vergessen zu sagen. Link zum LED-Posenset mit dem Aroma, mit Opas Aroma von Ewald in der Videobeschreibung für alle Leute, die es interessiert. Und Ewald, darf ich denn jetzt mal deine Flasche hier mal auch mal dran riechen? Darfst du. Warte, ja, erst mal riechen. Boah. Ja, ist schon riecht, intensiv. Riecht wie deine Achselhöhle. Ich weiß ja nicht, wo du bei mir dran schnupperst, aber... Wenn du an mir vorbeigehst. Ja, 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 komm, gib mir die Flasche. Na, warte, hier. Hier oh, jetzt geht, mach doch, hör mal auf mit dem Scheiß. Ja. Jetzt geht doch mal her. Ja, hier, heul doch nicht rum. Mein Gott, ne, ich will das doch mal aufmachen hier. Alter. Boah. Geil, ist ne? Wirklich... Geil. Sieht ja ein bisschen aus wie die Pipi vom Opa, aber ist es das nicht, ist oder? Das ist nicht die Geheimzutat. Die Pipi vom Opa. Krass. Wonach riecht es denn? Kannst du es beschreiben? Ich kann es nicht. Boah, so scharf irgendwie. Geht schon fast in die Richtung. Fast aber. Aber ich weiß, du wirst es nicht verraten. Nein. Aber ihr könnt es ja wahrscheinlich demnächst dann mal ausprobieren. Ich bin ja mal gespannt. Also es war immer gut auf A, ja? Der war immer gut. Mensch, der Nutria, seitdem wir da gespült haben, ist ja. Der Nutria mal hier vorne. Nicht, dass du dich auch noch... Und der ist mir jetzt gerade in die Schnur geschwommen. Ja. Oh. Gregor, du hast einen Biss. Nee, Nutria. Schütte mir auch da rein. Mein Gott. Also dieser Nutria, der ist ja richtig hartnäckig. Guck mal, Der hat das Aroma gerochen, Ewald. Der nee, der ist ja, es ist der, ja dämmerig geworden. Der kreist drumherum. Aber das ist ein Jungtier, ne? Also der sieht größer aus, als er ist. Der kreist drumherum, gleich kommt er an. Ja? Jetzt geht er wieder. Der schwimmt jetzt wieder weg, wieder zu deiner Pose da vorne. Also ich glaube wirklich, nicht nur Aale stehen auf Opas Bestes. Ja. Da ist er. Ewalds Bestes. Ja, eigentlich Opas Bestes. Ich hab's geerbt. Das Rezept hast du auch geerbt? Das habe ich auch geerbt. Ah ja. Ja. Wo ist er denn jetzt? Ich denke mal, der ist in sein Loch wieder verschwunden. Mensch. So. Ich muss jetzt nochmal neu ausschmeißen, weil der mir da... Jetzt kütt er wieder. Guck mal, wie zahm der ist. Ja, der will Ewalds Bestes haben. Guck. Naja, Hauptsache er schwimmt jetzt mir nicht mehr in die Schnur. Nee. Mhm. Jetzt hat er den Stock gefangen. Schön. Langsam wird es dämmerig und jetzt ist es an der Zeit, mal nicht nach Hause zu gehen, sondern hier die LED-Pose in Betrieb zu nehmen. Dafür schraube ich hier diese Antenne ab, hole die Batterie hier raus. Klar, jetzt umwelttechnisch hat man ein bisschen Batterieentsorgung, aber ich glaube, das ist immer noch besser als ständig neue Knicklichter zu kaufen und dann den ganzen Müll da zu haben. So, hier, so sieht die Batterie aus, oben mit so einem Pin. Die Pinseite in die Antenne rein und dann müsste es eigentlich schon funktionieren.
Yeah. Ist ja wie Weihnachtsbeleuchtung. Also es ist noch ein bisschen hell, deshalb sieht man es noch. Ja, man sieht den Unterschied schon. Ja, also ich hole es rein und raus, ne? Ja, aber sieht man definitiv. Ist wie Weihnachtsbeleuchtung. So, Packung tue ich rein. Und dann einfach hier wieder zuschrauben. Das ist übrigens auch wasserdicht, ne? Ihr habt hier so zwei Dichtungen. So kann keine Flüssigkeit eingelangen. Und so kann's, ja, so kann man dann weiter angeln. Aber ist jetzt schon hell für dich. Jetzt bin ich dran mit meiner LED-Farbwechselpose. Der Ewald hat ja die normale LED-Pose, die behält immer die Farbe. Und bei meiner ist es halt eben so, dass sie bei Aktion an der Pose, wenn also ein Biss kommt, dass sie dann die Farbe wechselt. Ich aktiviere die jetzt mal hier, gleiche Batterie wie beim Ewald, hier vorne reinstecken. Gab es jetzt schon mal ein Probeleuchten, jetzt drehe ich das hier fest. So, ihr schon mal gesehen, das leuchtet. Ich werfe die jetzt mal hier vorne rein, die Montage, die Posenmontage, damit ihr mal irgendwie so ein Bild bekommt, wie das aussieht ungefähr beim Biss. Und dann gucken wir mal, habt ihr jetzt schon mal hier gesehen, wie es schon geleuchtet hat. So, jetzt hier vorne, wir sehen, ich muss gleich auch neu beködern, hier vorne rein. So, da ist jetzt die Pose. Warten mal, so, jetzt blinkt sie normal. Ja, man sieht's. Ja, beim Biss blinkt sie halt rot. Also wirklich nur, wenn es hoch und runter geht, ja, ne? Ja. Und du musst deine Routenringe mal gleich richten. Ja, da. Das mache ich alles. Wird beim Erklären hier alles durcheinander gekommen. Aber ihr seht es, wenn sich was tut, dann blinkt die rot. Und das ist wirklich immer, ja, gut, aber dann, wenn man, ich hole jetzt mal wieder raus. Denn wenn man hier den ganze Zeit auf die Pose starrt, dann hat man manchmal das Gefühl, ihr kennt das, so nach einer halben Stunde, dass die wandern würde oder dass sie sich bewegt. Und dann kann man die Realität nicht mehr von dem Wunschdenken unterscheiden. Und hier auf jeden Fall, da wird erst angezeigt, wenn sich wirklich was tut an der Pose. Das ist wirklich ein großes Hilfsmittel für alle Leute, die beim Nachtangeln unterwegs sind und ständig auf die Pose starren. Ihr werdet es zu schätzen wissen. Was ist denn so die beste Zeit? Was hat der Opa gesagt hier? Also, wenn man jetzt geht, abends, wenn die Dämmerung ist oder mitten in der Nacht oder? Ja, ganz klassisch, sage ich, ab der Dämmerung, dann in die Nacht hinein. Das ist ja so der alles ja, wie ihr auch wisst, nachtaktiver Räuber, Sammler. Jeder hat auch seine eigene Risikobereitschaft. Der hat auch gesagt, am besten so nach Gewitter oder so. Das war immer ganz interessant, wenn so diese Gewitterluft, drückende, gerade im Sommer. Das haben wir heute nicht. Nee, aber ich würde auch ganz ehrlich, bei Gewitter oder sowas oder ja, kurz nach einem Gewitter würde ich mich nicht trauen. Da habe ich zu sehr Respekt vor, mich ans Wasser zu setzen. Ja. Ich weiß nicht, jeder hat da so seine eigene Risikobereitschaft. Wer es machen will, der kann es gern tun. Ja, also so bis Mitternacht oder bis kurz nach Mitternacht oder dann noch mitten in der Nacht oder wie oder was? Also es gab irgendwie eine Phase, hat er gesagt, so ein Beißfenster, so zwischen, also im Sommer so, ist ja meistens so ab 22 Uhr, halb elf, dann geht es immer so los, die ersten zwei, drei Stunden und danach flacht das total ab. Also reicht, entweder, wenn wir so bis eins sitzen? Ja, oder also was? Entweder hat er gar nichts gefangen oder vielleicht dann ein irgendwann, weiß ich nicht, tief in der Nacht oder so. Ja. Also das haben wir ja heute auch vor und ich sehe gerade, wenn ich da so in den Himmel gucke, wir haben fast Vollmond. Ja, aber nur fast, kein Vollmond. Noch nicht. So über den Mond streiten die Leute ja auch, ob das einen Einfluss hat, ich weiß es nicht. Also ich kann es nur vom Karpfenangeln jetzt sagen, weil so viel Aalangeln gehe ich nicht. Beim Karpfenangeln fand ich eigentlich, hat das kaum Auswirkungen. Ich fand beim Hecht, also beim wenn du nachts Spinnfischen gehst, haben wir Hechte gefangen. Ja, dann ist wahrscheinlich, weil die Sichtigkeit. Ja, weil mit der Sichtigkeit und sowas, dann habe ich immer ganz knallige Farben drauf gemacht und dann hast du auch in der Nacht Hechte gefangen. Ja. Ja gut, mit dem Aal wissen wir nicht und außerdem ist es ja so, also uns geht es ja wie den meisten Leuten. Man kann sich nicht danach richten, wann der Mond ist oder wie der Mond ist, weil man muss einfach gehen, wenn man Zeit hat. So ist es. Und deshalb gehen wir jetzt heute, egal ob fast Vollmond ist oder nicht, und gucken mal, was passiert. Der Lockstoff hier bei dir hat auf jeden Fall noch nichts gebracht. Wir hatten noch keinen einzigen Zupfer. Ja, es ist ja noch dämmerig. Ja, es wird ja auch gleich erst richtig dunkel. Aber wir können die Posen gut sehen und sind guter Dinge. So ist es. Leute, a never ending story. Ihr wisst es ja, Ewald vergisst immer irgendwas beim Angeln. Ein bisschen. Es war gerade ja dunkel. Ihr seht das, ich wollte Köder kontrollieren. Ich habe gesagt, Ewald, gib mal Kopflampe. War wohl nix. Ja, da kam aber nichts. Ich habe die Kopflampe vergessen. Ja, wieder was vergessen. Jetzt sitzen wir hier beim Nachtangeln ohne Kopflampe. Aber da du ja ein lösungsorientierter Mensch bist, hast du bestimmt eine Lösung parat.
Eine Lösung wäre gewesen, angemessen dich da in den Teich zu schmeißen. Ach, das ist ein See. Ja, in den See zu schmeißen. So eine Lösung habe ich jetzt natürlich nicht. Nach Hause fahren macht auch keinen Sinn. Wir müssen wir heute alles mit Kameralicht machen. Wollte ich gerade sagen. Ja, denn da habe ich wenigstens dran gedacht. Also Kameralicht haben wir, aber keine Kopflampe. Naja, das wird ja ein Späßchen, wenn sich hier was tut. Aber Ewald, ich verzeih dir nochmal. Alles wird gut gehen. Ich bin es ja von dir gewöhnt. So Leute, der erste Biss. Na, jetzt ist die Pose wieder oben. Ja, der ist jetzt von da. Ja, aber ganz rübergezogen, ne? Rübergezogen. Ich warte jetzt noch einen Moment. Ich meine, die bewegt sich leicht. Hey, guck mal, die bewegt sich. Jetzt geht die Leiche ein bisschen. Siehst du das? Ja, jetzt habe ich es drauf. Aber jetzt ist ja wieder gar nichts. Ich glaube, ich kann mal einen Anhieb setzen, oder? Weil die ist irgendwann wirklich von da, ab da rübergezogen. Ja. Und seitdem steht er da. Ich probier's mal aus. Ja, setz mal Anhieb. So, ein bisschen drehen. Ja. Hängt was? Ja, ja. Mensch, da ist der. Jawohl. Oh ja. Ja, Ui, das ist, dass er noch rausfällt hier. Wenn das der Opa gesehen hätte, dass der Aal rausfällt. Da ist die Wurst mir fast rausgefallen. Schön. Menschenskinder. Der erste Aal verhaftet. Jawohl. Den müssen wir mal präsentieren. Genau. Dann zeig uns mal deinen Aal hier. Ja, ich probier's mal gerade. Ich hab den ja gerade richtig rausgeprügelt. Ja, da hast du auch nichts untergegeben, ne? Ich hoffe, Aal halt, ne? Ja. Sonst ist der uns nicht abhaut hier jetzt noch. So. Immer wenn ich so sage. Sag mal nicht so. Na gut, ich sag jetzt gar nichts. Das ist. Ich versuche es mal im Vorfach so hochzuhalten. Ja, vielleicht geht das besser. So. Hier, ja, liebe Leute. Ja, ja, da ist er. Ist schon schöner. Ja. Ja, Aal Nummer 1 verhaftet. Genau. Hoffentlich geht noch einer. Ich schmeiße gleich nochmal raus. Deine Bienenmann haben ja bisher nichts gebracht. Nee, leider nichts. Ja. Herr Huber, dass wir erstmal den Aal versorgt kriegen, bevor uns der noch abhaut. Ist so. Das war ja ein voller Erfolg. Erster Aal für mich. Beim letzten Mal hatte Gregor den ersten Aal gefangen. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. War das so? Ja, okay. Ja, auf jeden Fall so den ersten Aalkontakt gehabt. Ja, ja. Ich nehme mir wieder hier so einen lustigen Tauwurm. Ziehe den wieder hier so drauf wie vorhin. Da mache ich noch so 2-3 Umwicklungen hier. Köpfchen gucken nach oben, Schwänzchen nach unten. So, ohne Kopflampe ist natürlich ein bisschen doof. Ja, da bist du selber schuld. Ja, ich lasse mal ein bisschen länger. Und natürlich hier das Doping. Doping drauf. Doping, aber nur für die Stinke Doping. Ja, nicht hier hinsprühen. Na, jetzt hab ich das. Doppelt hält besser, ne? Ja, und dann raus damit. Das riecht aber würzig. Natürlich ist meine gleiche Stelle wieder. Wo ein Aal ist, da sitzen auch mehrere. Hast du in den Baum geworfen? So, ein bisschen ran damit. Oh, der zieht und zieht. Pose ist weg, ne? Ja, das ist komplett unter Wasser. Die sieht man auch schon gar nicht mehr. Ich setze jetzt nochmal einen Anhieb. Hängt? Oh nein. Ja, hängt fest. Shit. Ach, ich bin vorne irgendwo. Aber da ist halt dieses Loch da. Ja, das ist halt auch das Risiko beim Aalangeln, ne? Scheiße. Guck mal, ob der sich nochmal löst. Ja. Ja. Kontakt. Zieht er denn? Da ist irgendwo rein festgesetzt, reingeschwommen. Kannst du mal probieren. Nee. Hier ist, ich glaube. Ab. Wie sagt man so schön, Hochmut kommt vor dem Fall. Leute, ich konnte die Montage noch retten, Pose und Haken. Alles stabil dran geblieben und sowas. Nur der Aal nicht. Nur der Aal ist abhanden gekommen. Ja, so geht's halt, ne? Naja, ich mache jetzt eben schnell noch einen neuen Wurm drauf. Vielleicht geht noch ein dritter bei mir. Aber der zweite Biss schon auf deinen Tauwurm mit. Das ist es. Aber Biss kann man nicht braten. Hast du selber mal gesagt. So ist es. Naja, das schlägt mir ein bisschen aufs Gemüt. Aber ich hatte noch gar nichts. Ich hatte noch gar nichts bisher, ne? Ja, stecke ich schon weg. Na gut. Gregor ist ganz on fire. Ja, nach zwei Bissen hier von dir. Der macht sogar neue Schuhe drauf. Muss ich auch mal was machen. Bei mir tut sich ja gar nichts hier.
zwei neue Bienenmaden drauf machen hier auf den Aalhaken. Ja. Irgendwas muss ich ja machen. Ja. So. Jetzt muss er aufrüsten. Jetzt muss ich aufrüsten hier. Machst du deinen Bienenmaden-L da? Ja, hier unten die zwei so schön umschlagen. Die laufen ja auch ein bisschen aus, das ist ja gar nicht so schlecht. So, neu montiert habe ich jetzt. Ewald, mein Lieber. Würdest du mir denn jetzt ein bisschen was von deinem geheimen Aroma geben? Bitte, bitte. Guck mal. Ich habe noch keinen Biss gehabt, du schon zwei. Ich habe einfach dummdödelt. Ja gut, aber du hast wenigstens Bisse, ich habe gar nichts hier. Hier, probier es mal aus, warte, ich kram's aus meiner Tasche. Das ist ja nett. Hier, probier mal aus. So, aber hier. Nicht so viel und nicht als Munderfrischer. Nicht als Munderfrischer benutzen. Nee, nee. Nur als Ködertuner. Nicht so nah dran. Nicht so nah dran? Willst du die Fische verscheuchen oder was? So, ein bisschen weiter weg. Das hat mir auf die Finger... Boah, stinkt das. Die Dosis macht das Gift. Ich weiß nicht. Ja, aber gut, du hast zwei Fische drauf gehabt. Bei mir war gar nichts. Deshalb, also probiere ich jetzt das hier in meiner Verzweiflung aus. Ich weiß ja, dass es gut ist. Aber Premiere für mich jetzt hier, weil ich durfte bisher damit nicht angeln. Sorry, weil ich gebe es jetzt zurück. Danke sehr, danke sehr. Gern geschehen. Und jetzt werfe ich das mal aus hier. Mach mal. Wieder an die Kante hier, wo das Schilf ist. Habe ich ja auch jetzt so ausgelotet, dass die Pose richtig schön gerade steht. Das mag ich ja auch gerne. Ja, so, ihr seht es, also das war jetzt kein Biss, das war nur beim Auswerfen. Und jetzt steht meine Farbwechselpose da und strahlt in Grün und ich habe hier die Mücken auf dem Arm. Naja, also der Köder ist jetzt getuned. Letzter Trick hier, damit ich vielleicht auch noch irgendwas kriege. Mal gucken. Leute, wir wollten schon fast zusammenpacken. Guck mal da vorne. Ist schon wieder runtergegangen. Die Ruhe blinkt auch rot jetzt. Ich sehe. Sieht auch richtig ab. Warte. Da, jetzt habe ich's. Ja. Mensch, das ist ja wie eine Feuerwehr. Ja, ich bin ja auch ein bisschen nervös jetzt hier. So kannst du anschlagen, ja. Mach mal, das ist ja Alarm. Ja. Jawohl. Ja. Menschenskinder. Ja, jawohl. Oh, das ist ein guter. Guck, dass du dich nicht festsetzt hier am Schiff. Ich hoffe es. Boah. Ja, guck dir, das ist ein guter da vorne. Mein Gott. Ja. Alter, Ewalds Bester hat wieder zugeschlagen. Ewalds Bester hat zugeschlagen. Der darf mir jetzt nicht abgehen. Guck mal, was der für ein Kescher hat. Halt ihn da fern von dem Zeug. Ja, ich muss auch den Kescher mal haben. Boah. Oh ja, oh ja, oh ja. Schlange. Ja, das ist eine gute Schlange. Oh. Mein Gott, ist das hier wie bei der Lasershow ja, hier. Ja, ich muss noch ein bisschen noch Schnur ranholen. Ich hoffe, ich kriege den da jetzt rein. Boah, ist da drin? Nee, Mist. Ja, über mich hast du gerade gemotzt. Ja. Boah. Mein Gott. Immer noch. Nee, ich glaube, ich muss ihn erst mit... Der Kescher, den nehmen wir beim nächsten Mal nicht mehr. Aber, ma. Musst du Karfenkescher für dich ja, nehmen. Ja, beim nächsten Mal einen großen Kescher. Nicht, dass der mir noch abgeht. Zieh den mal näher ran. Ah, aber der ist groß. Der Kescher ist auch eigentlich zu klein, aber mein Gott. Also immer beim nächsten Mal habe ich einen großen Kescher, das steht fest. Boah, guck dir das an, der springt mir aus dem Kescher raus. Ja, der weiß wohin. Nee, den hast du wieder nicht, habe ich das gesehen. Mann. Du musst ihn richtig an die Oberfläche. Jetzt ist er drin. Jetzt, mein Gott. Boah. Gott hat eine Geburt. Das war schwierig. Ja, der Kescher ist echt ein bisschen klein für so einen großen Aal. Ich gehe mal schnell hier auf die Wiese, weil da kann er hier nicht mehr weg. Hier, da ist noch der Rest von der Bienenmaden dran. Der Haken hat sich hier so komisch verfangen im Maul. Ich guck mal, ob ich ihn jetzt einmal halten kann. Habe ich deine wilden Kescherkünste vorhin? Ja, jetzt mach mich doch nicht schlechter, als ich bin. Also das ist wirklich schon ein guter Aal hier. Guck mal. Boah. Aber wirklich hier, auf das Aroma vom Ewald umgestellt. Und schon läuft es. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ewalds Bestes. So, liebe Leute, Ewald hat mich geflasht hier mit seinem Geheimaroma. Drauf gemacht. Okay, es hat 2 Stunden gedauert. Aber dann ist meine Postmontage doch noch auf Wanderschaft gegangen. Und ich habe doch noch einen geilen Aal gefangen hier. Ewald, danke für das Aroma. Ja, kein Problem. Irgendwann muss man das Geheimnis ja lüften. Ja, nicht und alles für, sich für den besten Angelkumpel, weißt du doch, genau. Da macht man sowas gerne. Ja. Übrigens, Leute aus dem Angelverein dürfen nicht mitmachen. Wie? Ach so, das Aroma dürfen sie nicht haben. Ja, genau. Ja, stimmt, sonst fischen die hier uns alles leer, ne? Ja, so ist es. Nein, Spaß. Nee, also da sind wir schon basisdemokratisch, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir packen es zusammen. Da
3 Aale hatten wir drauf, einen haben wir verloren, 2 rausbekommen. Und wenn ihr Bock habt auf unser LED-Posen-Set mit den Batterien und natürlich mit dem Geheimaroma vom Ewald, Videobeschreibung zum guten, wirklich guten Preis bei uns im Shop von Absolut Angeln. Wir packen jetzt zusammen, machen Schluss für dieses Video, wünschen euch viel Petri Heil beim Aalangeln natürlich und ja, verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschö, ciao, ciao. Tschö.